Hallo und herzlich willkommen zum zweiten großen Teil unserer Vorlesung, den Dokumentsprachen. Wir werden in diesem Teil die Grundlagen von Auszeichnungssprachen, sogenannten Markup-Languages, lernen, dann, weil es eben zur Webtechnologie perfekt passt, HTML, HTML, die Auszeichnungssprache für das World Wide Web, beziehungsweise für die Dokumente des World Wide Web, Cascading Style Sheets, die zum Stylen, also zum Auszeichnen, Rendern, Renderunterstützung von HTML dienen. Wir gehen dann nochmal ein Stück zurück zu den Grundlagen von Auszeichnungssprachen und widmen uns den XML-Grundlagen. XML ist die Basis von quasi allen modernen Auszeichnungssprachen. Wir werden von XML neben den Grundlagen das Schema lernen, ein Teil der XSL-Familie und APIs zum Programmieren, zum Arbeiten mit XML-Dokumenten. Mithilfe von Auszeichnungssprachen ist es möglich, zu trennen zwischen Dokumentstruktur, Dokumentinhalt und Dokumentdarstellung. Diese Trennung ist explizit, wird syntaktisch und semantisch sauber kodiert. Was bedeutet das konkret? Wenn wir zum Beispiel uns als Dokument ein Buch betrachten, dann hat dieses Buch eine bestimmte Struktur. Ich habe das mal hier als Graph skizziert. In dieser Struktur gibt es eine Title Page, auf der Title Page wiederum ein Title, ein Author, das Buch selbst, der Buchkörper, der ein Inhaltsverzeichnis hat, verschiedene Chapter, jedes Chapter wiederum hat eigene Sections und jede Section gibt Subsection. Und dann sehen Sie was, was ich hier bezeichne als den eigentlichen Inhalt. Das heißt, wir haben die Struktur, den Graph mit den Knoten, wie Sie den hier sehen. Und an den Knoten, da ist dann das, was wir vielleicht konkret auf dem Bildschirm sehen. Und die Art, wie wir das sehen, das ist die Dokumentdarstellung bzw. das Layout oder das Gerenderte. Das führt dann zu etwas wie diesem hier. Also quasi nochmal als Merksatz, Auszeichnungssprachen ermöglichen die Trennung von Dokumentstruktur, Dokumentinhalt und Dokumentdarstellung. Und Ihnen ist das schon mal begegnet, zum Beispiel in der Form von LaTeX. Für die, die LaTeX nicht kennen, LaTeX ist eine solche Auszeichnungssprache. Und Sie können sich vereinfacht sagen oder vorstellen, das Dokument, was wir erzeugen wollen, das wird programmiert. Und worauf wir jetzt hier in dieser Folie gucken, ist auf den Source Code dieses Programms. Es gibt ähnlich wie bei anderen Programmiersprachen das Einbinden von Packages. Das sehen Sie hier oben. Diese Packages definieren bestimmte Dinge, die man für dieses Dokument haben möchte. Hier wird zum Beispiel etwas über die Sprache des Dokumentes vereinbart. Hier drunter wird etwas über die zu verarbeitenden Bilder gesagt. Hier oben etwas über den Font und ganz hier oben die allgemeine Dokumentklasse. Das Dokument, das ist jetzt ein Artikel, den wir geschrieben haben, das fängt dann hier an. Und jetzt kommt das, was für uns interessant ist. Sie sehen hier Schlüsselworte wie Title, Title Running. Title steht eben für Titel. Title Running steht für Titel, die man oben im Header sieht. Und der Titel selbst, der ist eben dann hier hinten als Argument dieses Titels angegeben.
Hier sieht man den Autor. Und dann wird ein Befehl gegeben, dass der Titel, das Titelblatt, die Coverseite quasi gemacht werden soll. Make Title. Das Ergebnis dieses Prozesses nach dem Verarbeiten des Programms, also der Kompilation des Programms, ist ein gerenderter Ausdruck, der dann so aussieht wie hier. Die Trennung von Struktur, Inhalt und Darstellung ermöglicht eine Layout- und geräteunabhängige Archivierung. Sie speichern nur den Source Code. Insbesondere ermöglicht es die maschinelle Analyse und Verarbeitung von Strukturinformationen. Sie können also automatisch Indexes, Seitenzahlen, Verweise, Zitate generieren. Es ist, das ist hier hervorgehoben, ein Single-Source-Prinzip. Diese Programmierquelle, die Sie hier sehen, diese Programmquelle, die kann die Basis für alle nachfolgenden Layout-Stufen sein. Also aus der einen Quelle kann ein Buch, ein E-Book, Source Code für ein echtes Programm, vielleicht als Hilfeseiten, Webseiten, ein Katalog oder E-Learning-Module heraus synthetisiert werden, und zwar automatisch. Man nennt es auch Database Publishing. Das Publizieren aus einer Datenbank heraus. Und das ermöglicht natürlich auch direkt Crossmedia. Die Zielformate eines solchen Layout-Prozesses sind oft PDF. Bei LaTeX zum Beispiel, früher war es PostScript. Es kann aber auch Word-ähnliche RTF sein oder XML oder Webseiten-HTML. Wenn man nun Strukturinformation, Verarbeitungsinformation, Gliederungsinformation und andere Dinge in den in Anführungszeichen eigentlichen Inhalt integriert, also den Inhalt, den man sieht, dann muss man diese beiden Arten von Inhalt unterscheiden können. Das heißt, wir haben es mit zwei Sprachen zu tun. Einer Sprache, in der wir sprechen direkt zu dem Leser und Empfänger dieser Information, also die Text im Buch, und eine Sprache über diese Sprache, eine sogenannte Metasprache, zur Unterbringung der ganzen anderen Informationen, insbesondere der Strukturinformation. Das englische Wort für Auszeichnung heißt Markup, und eine Sprache mit diesen Markups ist eine Auszeichnungssprache, eine Markup-Sprache. Die Worte dieser Markup-Sprache, also die Markup-Symbole, die heißen auch Tags. Insbesondere unterscheidet man Starttags und Endtags. Hier in unserem Beispiel Beginn. Abstract und End Abstract. Vielleicht kennen Sie auch die Markup-Sprache Markdown, oder vielleicht haben Sie auch schon selbst eine Art Markup-Sprache im Rahmen Ihrer Programmiererfahrung, Tätigkeiten entwickelt. Dann sind Ihnen vielleicht folgende Aspekte von Auszeichnungssprachen aufgefallen, die man gerne hätte. Oder die man auch immer findet. Die wichtigsten sind, dass Syntax und Semantik von Markup-Symbolen definierbar sind. Syntax also das Aussehen, die Zeichen, die Sie sehen, Semantik die Bedeutung. Das heißt, wie der Rechner sie interpretiert, welche Effekte die Interpretation des Rechners auf den Source Code hat. Markup-Sprachen sollten unbedingt erweiterbar sein. Sie können nicht alle Strukturelemente und Dokumenttypen vordenken und brauchen deshalb die Möglichkeit, neue Symbole einführen zu können. Auch ist Ihnen sicher schon aufgefallen, wir als Menschen können diese Symbole schreiben und lesen. Das heißt, wir können deshalb auch die Dokumente
Programmieren. Wir können sie auch in unseren Programmen deshalb verarbeiten. Sie sind also einbettbar in Programmiersprachen. Und für die technischen Geräte, die Devices, auf denen die kompilierten Dokumente dann laufen, die sind auch noch nicht alle erfunden und deswegen sollten solche Sprachen offen für zukünftige Entwicklungen von Medien und für eine Medienintegration sein. Schon früh in den Anfängen der automatisierten Datenverarbeitung kämpfte man gegen das Problem der Programmdatenabhängigkeit. Quasi jedes Programm kam mit seinem eigenen Datenformat daher und erwartete, dass die Daten genau in diesem Format gespeichert werden und gelesen werden können. Und falls ein anderes Programm die gleichen Daten brauchte, sprechen wir zum Beispiel von einer Adressdatenbank oder einem Text, das mit einem bestimmten Textverarbeitungsprogramm geschrieben worden ist, dann funktionierte das nicht. Interessanterweise hat sich dieses Problem kaum verändert. Aber das ist eine andere Geschichte. Was aus diesen Überlegungen aber entstand, das ist die sogenannte Generalized Markup Language. Sharps Goldfarb entwickelte in den 70er Jahren bei IBM nämlich eine Sprache, um Texte auszuzeichnen und um Daten auszuzeichnen. Und diese Auszeichnungssprache ist sehr wichtig geworden und bildete die Basis, sie wurde 1986 standardisiert, zur sogenannten SGML, die Basis aller Auszeichnungssprachen, die wir heute im Internet verwenden. Wenn man mit SGML arbeitet, dann unterscheidet man die sogenannte SGML-Deklaration, den Document Type, DTD oder DTD, also die Dokumentklasse, und das SGML-Dokument, das eigentliche Dokument, das in Code enthält. In unserem LaTeX-Beispiel ist die Dokumentklasse zum Beispiel hierdurch festgelegt. Das ist ein Springer-Dokument, also für den Springer-Publisher und erfüllt bestimmte Anforderungen für deren Veröffentlichungsprozess. Die SGML-Deklaration definiert Zeichenvorrat, Steuerzeichnung und Auszeichnungsregeln für den Parser, also das Verarbeitungsprogramm, das den Code liest. Die DTD definiert die Elemente des Dokuments, die erlaubt sind für diesen Dokumenttyp. Hier steht, es definiert die Elementtypen, gegen die der Parser analysiert. Diese Elementtypen bilden den Strukturbaum, wie wir ihn hier sehen. Das SGML-Dokument enthält den eigentlichen Inhalt. Hier in dieser Grafik sehen Sie die Prozesskette dafür, die mit leichten Abwandlungen für alle Prozessketten von mit Markup beschriebenen Dokumenttypen funktioniert. Wir Autoren, wir sind hier. Wir schreiben also unser Dokument quasi hier. Das, was wir schreiben, bekommt dann ein Parser, im Fall von LaTeX, der LaTeX-Prozessor. Dieser Parser, hier im allgemeinen Fall ein SGML-Parser, hat eine Deklaration, eine SGML-Deklaration, die sagt, welche Codierung die Zeichen haben dürfen. Es bekommt als Input, das ist vielleicht das Wichtigste, die Dokumentklasse genannt, die DTD. Nach diesem Parse-Prozess liegt eine Struktur vor, die mit einem Satzprogramm dann layoutet werden kann. Und dafür hat man eine
Layout-Sprache entwickelt. Hier ist die sogenannte DSL Layout Definition genannt. Und auf Basis dieser Layout-Beschreibungssprache entsteht dann das fertige Dokument, das layoutete Dokument. Die DSL Layout-Sprache, wie sie hier genannt wird, war eine erste gute Idee, hat auch einige Jahre funktioniert, aber kommt heute praktisch kaum noch zum Einsatz. Diese Prozesskette zeigt den gesamten Überblick. Ich habe hier nochmal aufgeschrieben, das Formatieren ist hier noch nicht Bestandteil von HTML. Wir werden uns jetzt genauer mit der Sprache HTML beschäftigen. Unterscheiden Sie zunächst, dass wir von einem HTML-Element-Typ oder HTML-Element und einer HTML-Element-Instanz sprechen. Die Instanz, die ist die Verwendung eines Elements. Also hier sehen Sie zum Beispiel, dass das Element Abstract verwendet worden ist. Die allgemeine Form einer solchen Verwendung, die sieht so aus. Wir haben ein sogenanntes Start-Tag hier und wir haben ein End-Tag hier. Das Start-Tag kann beliebig viele Attribute noch beinhalten. Und zwischen dem Start-Tag und dem End-Tag, da ist das, was wir auszeichnen wollen. Konkret im Beispiel sieht das so aus. Für das Element Tabelle ist hier der Start-Tag, beziehungsweise das Öffnen des Start-Tags und das Ende sehen Sie hier. Und hier ist das End-Tag. Das Start-Tag selbst hat verschiedene Attribute, die etwas über die Tabellenbreite, das Cell-Spacing, das Cell-Padding, also den Füllabstand und einen eventuellen Tabellenrand sagen. Die Tabelle selbst findet sich dann hier, ist angedeutet durch die drei Punkte. Auch eine Markup-Sprache ist von ihrer Syntax ganz frei definierbar. Deswegen unterscheiden wir eine sogenannte abstrakte Syntax für Markup-Symbole und eine konkrete Syntax für Markup-Symbole. Das heißt, das Start-Tag muss nicht ein kleiner Zeichen sein, auch wenn es das jetzt hier ist. Ein Start-Tag besteht aus einem Start-Tag Open und einem Start-Tag Close. Auch ein End-Tag besteht aus einem End-Tag Open und einem End-Tag Close. Und ganz konkret, das haben Sie oben am Table-Beispiel gesehen, öffnen das Start-Tag mit dem kleinen Zeichen und das End-Tag mit dem kleinen Zeichen und dem Slash. Beide schließen mit dem Größerzeichen. Wie bereits zuvor in einigen Beispielen haben wir hier wie in verschiedenen Anwendungen und Beispielen zuvor haben wir auch hier die BNF, also die Backus-Naur Form genommen, um die Syntax dieser Sprache zu definieren. Die Anwendung dieser BNF ist hier mal durchgespielt für das Start-Tag. Sie sehen es hier am Highlighten. Das Start-Tag löst sich in dieser Regel auf. Das sehen Sie jetzt hier. Start-Tag Open, ein Identifier, nämlich Table, eine Menge von Attributen nach oben offen und das Close-Zeichen. Hier. Das End-Tag. So. Die Document Type Definition, DTD. Hier nochmal im Bild. Definiert Art und Aufbau von Elementtypen.
Also nicht in Instanzen. Die Instanzen sind die Anwendung im von ihm geschriebenen Dokument. Aber die DTD legt fest, was darf alles zu einem Dokument gehören. Also nicht durcheinander schmeißen. Typen und Instanzen. Und man spricht bei Art und Aufbau von Elementtypen auch von den sogenannten Inhaltsmodellen. Was darf ich alles in einem Elementtyp schreiben? Eine Überschrift darf zum Beispiel nicht über mehrere Seiten gehen, eine Tabellenzelle auch nicht, eine Seitenzahl muss eine Zahl sein und so weiter. Weiterhin werden in der DTD auch noch Textkonstanten, sogenannte Entities, definiert. Hier sehen Sie ein Beispiel einer DTD, nämlich die des Buches. Und hier sehen Sie auch schon wieder eine Art Metasyntax, nämlich jede Regel für einen Elementtyp fängt diesmal so an, mit kleinen Zeichen, Ausrufezeichen, Element. Und jede Zeile ist als Regel zu lesen. Ein Buch besteht aus einer Titlepage und einem Body. Eine Titlepage wiederum besteht aus einem Titel und einem Autor. Ein Body besteht und so weiter aus diesen Dingen. Das hätte man auch mit einer BNF machen können, aber die DTDs sind so eingeführt worden. Hier ist das nochmal genau erklärt von der Syntax her. Und hier sehen Sie zwei Beispiele für sogenannte Entities. Also das Entity-Euro-Symbol wird als und Gatter dann 8364 und ein Semikolon definiert. Verwendet man ein Entity in dem Source-Text, dann geschieht das mittels und Entity-Name Semikolon. Ich habe für Sie zum Nachschlagen und zum Ergänzen auf die Seiten von W3 Schools verlinkt. Da finden Sie noch mehr über Entities und DTDs. Sie werden jetzt feststellen, vielleicht haben Sie es auch vorher schon gesehen, dass es ganz viele Sprachen gibt, die mit ML aufhören, sogenannte Markup-Languages. Und die Frage ist, wie hängen die alle zusammen? SGML, XML, HTML, HTML, XHTML. Und wichtige Unterschiede habe ich Ihnen hier nochmal zusammengestellt. SGML ist der Ursprung quasi aller dieser Sprachen. Und XML, die heute große Bedeutung erlangt hat, auch im Internet, die Extensible Markup Language, ist eine Teilmenge von SGML, die speziell auf die Bedürfnisse des WWW zugeschnitten und die stark vereinfacht ist. XML hat eine feste, nicht veränderbare Deklaration, SGML-Deklaration. Sie sehen das hier. Also man hat einfach gesagt, an dem Ding drehen wir gar nicht, das ist festgelegt für alle XML-basierten Sprachen. HTML, HTML, die Hypertext Markup Language, ist eine Teilmenge von SGML, die verglichen mit XML noch wesentlich weiter eingeschränkt ist. Sie hat genauso wie XML eine nicht veränderbare SGML-Deklaration, aber sie hat auch nur eine DTD, nur eine Document Type Definition, das heißt nur eine Art Dokumente zu machen.
In der Praxis heißt es, alle HTML-Dokumente sind gleich aufgebaut. In ihrer Struktur, in ihrer Reihenfolge der Hauptelemente gibt es keinen Unterschied. Sie haben immer einen Header, einen Body und so weiter. Das ist einem vielleicht gar nicht bewusst, diese extreme Einschränkung, weil HTML-Seiten sehen so verschieden aus, aber das sind sie gar nicht. Und die Konsequenz davon ist, und das ist das Entscheidende, wenn wir von einem Service, einem Webserver eine HTML-Seite bekommen, dann müssen wir nicht noch extra darüber informiert werden, welche SGML-Deklaration oder welcher Dokumenttyp zugrunde liegt, denn die sind weltweit festgelegt. Es gibt nur eine. XHTML, die Extensible Hypertext Markup Language, ist die Definition von HTML auf der Basis von XML. Das war ein sehr erfolgversprechender Versuch, HTML noch etwas kanonischer, weniger fehleranfällig, syntaxfehleranfällig zu machen und von der Syntax her auch weiter zu vereinfachen. Ich sage deshalb, das war der Versuch, weil der erste Schritt der Umsetzung der HTML 1.1-Version auf XHTML ist als sehr gelungen zu bezeichnen, vor etwa 15 Jahren, 20 Jahren. Die nachfolgenden Versuche sind gescheitert, was auch unter anderem daran liegt, dass HTML sehr schnell in einer bestimmten Zeit gekapert wurde von den Browserherstellern. Und als man dann wieder einen Versuch gestartet hat, auf XHTML, auf XML das umzustellen, war das eigentlich zu spät. Man kann heute sagen, dass XHTML in der Form, wie es mal angedacht war, nicht weiterentwickelt wird. Sie sehen hier einen Überblick über Programmiersprachen und insbesondere hier hervorgehoben auf der rechten Seite in Orange über Auszeichnungssprachen. Dieses Schema sollten Sie insgesamt grob im Kopf haben. Man unterscheidet imperative Sprachen, objektorientierte Sprachen, funktionale Sprachen, logische Sprachen, Skriptsprachen. Und auch Auszeichnungssprachen sind Programmiersprachen. Und Sie sehen hier, wann die entwickelt worden sind und dass sie von SGML ausgehen, dann hiervon ausgehend HTML, XML und so weiter entwickelt worden sind. Wir sind jetzt bei HTML 5 angelangt. Hier steht auch noch XHTML 2.0. Aber man muss sagen, dieser Zweig ist jetzt als Sackgasse zu sehen und von da geht es nicht mehr weiter.